Leute, ich habe eine sehr, sehr, sehr wichtige Nachricht auf Instagram bekommen, die ich euch auch gleich kurz zeigen werde. Und zwar hat einer das Ganze anscheinend gesehen und weiß, wer eventuell dahinter steckt oder zumindest eine Person. Ich habe mich mit dieser Person direkt in Verbindung gesetzt und werde jetzt mit ihm schreiben. Ich hoffe, das Ganze bringt uns weiter, deswegen werde ich zu dem nicht allzu viel erstmal sagen, Leute. Ich warte, was diese Person mir schreibt. Ich werde mich, wie gesagt, mit ihnen in Verbindung setzen, versuchen, seine Nummer zu bekommen, mit ihm telefonieren und ich hoffe, dass die ganze Sache bald geklärt wird. Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Freunde, mir geht's jetzt mittlerweile wieder gesundheitlich etwas besser als davor, Freunde. Und ich wollte nochmal kurz Stellung nehmen zu der ganzen Sache, zu allem, was passiert ist. Ich will auch auf ein paar Kommentare eingehen, wo ich mir wirklich dachte, so, ey, ist das deren Ernst? Aber bevor wir zu den ganzen Kommentaren kommen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei allen bedanken für die ganzen Genesungswünsche, dass es mir schnell wieder besser geht, dass ich mir keine Sorgen machen muss und wenn ich Hilfe brauche, dass ich mich melden kann und so weiter. Ey Leute, wirklich vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir geschrieben hat, der einen Kommentar dagelassen hat, der mir privat nochmal geschrieben hat, der mich angerufen hat. Wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Und ich habe noch sehr viele Nachrichten bekommen von vielen, die so eine ähnliche Geschichte erlebt haben, aber sich anders verhalten haben und mir dann geschrieben haben nach meinem Video so, ey, Herrat, ich bereue es, wie ich davor gehandelt hatte. Dank deinem Video habe ich einen Denkanstoß bekommen. Und werde das nächste Mal so handeln. Und das ist, ey Leute, vielen, vielen Dank, ey, dass ich das bewirkt habe, dass andere Leute das eventuell das nächste Mal besser machen. Leute, ihr müsst nicht so handeln, wie ich gehandelt habe. Und so wie ich gehandelt habe, man kann es so sehen, man kann es so sehen. Es war einigermaßen falsch, aber es war auch richtig. Aber ich habe einfach direkt gehandelt, Leute. Ich habe gar nicht nachgedacht. Wenn euch sowas passiert, guckt, ob ihr jemanden dazu rufen könnt direkt. Ich hätte direkt meinen Kollegen rufen können und vielleicht ein, zwei Passanten, die mitkommen. Oder hätte direkt die Polizei anrufen können. Aber es war einfach in dieser Situation, Leute, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Wenn ihr in so einer Situation seid und das gerade seht, ich bin direkt losgelaufen, Leute. Ich habe gar nicht dran gedacht, irgendwie die Polizei anzurufen oder kurz meinen Kollegen und Passanten um Hilfe zu rufen. Ich bin direkt losgerannt und wollte dem Mädchen einfach helfen. Deswegen für euch Leute, macht euch keine Vorwürfe oder sonst was, wenn ihr sowas seht oder sehen solltet oder mitbekommt. Ruft die Polizei, holt euch Hilfe und dann geht in einer gemeinsamen Gruppe dahin. Aber macht's nicht alleine. Es hätte auch, ey, wirklich, es hätte komplett schief laufen können. Hätte einer irgendwas gezogen, irgendeine Waffe. Das Gute ist einfach, nicht wegzuschauen, Leute. Macht irgendwas, anstatt wegzugehen und so zu tun, als ob nichts wäre. Denn das wäre wirklich schlimm, Leute. Ach, und noch mal ganz kurz, Leute, weil einige mich gefragt haben, ey, warum ich nicht mein Gesicht zeige in dem Video. So, Leute, hier, seht ihr das? Warte. So, als ob ich wirklich so nichts anderes zu tun hätte, als dran zu denken, so, ey, ich muss euch das zeigen, damit ihr glaubt, dass es echt ist. So. What? Und jetzt kommen wir zu ein paar Kommentare und was ich euch sagen kann ist, manche versuchen einfach irgendwie Fehler zu finden, um irgendwie irgendwas Negatives einfach kommentieren zu können. Die suchen einfach irgendetwas, wenn sie nichts haben, interpretieren die sich selber irgendwas rein und kommen mir mit ein paar Kommentaren, wo ich mir dachte, so ehrlich, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier ist der erste Kommentar. Bro, tut mir echt leid und so, aber Leute, irgendwie finde ich es komisch wegen diesem Dezember-Scheiß. Oh, verdammt. Hab ich mir das ausgesucht, dass ich im Dezember zusammengeschlagen werde, weil ich ein Mädchen geholfen habe? Zu der ganzen Dezember-Sache, ey, diese Kommentare waren echt oft zu lesen. Dezember, Dezember, Dezember. Zufällig im Dezember und ich lese das nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen YouTubern. Dezember, warum passieren immer solche Sachen im Dezember? Leute, kann ich es mir aussuchen, dass ich im Dezember zusammengeschlagen werde, weil ich jemandem helfen möchte? Und vor allem dieses Dezember-Ding, was glaubt ihr, wie es ist? Denkt ihr, ein YouTuber lädt im Dezember irgendwas hoch und verdient sich bis zum Gehtnichtmehr, hat ausgesorgt? Ich zeige euch mal ganz kurz meine Einnahmen, Leute. Das
sind meine Einnahmen, meine Dezember-Einnahmen, wo ich ausgesorgt habe, weil ich jetzt im Dezember so eine Story erzähle. 206 Euro, wow Leute, ich habe ausgesorgt im Dezember, fertig, das war's, ich brauche nie wieder YouTube machen. Was ist los mit euch? Nur weil einige erzählen, jo, im Dezember ist es so und so und so und so, haben keine Ahnung von dieser ganzen Thematik, aber wollen irgendwie mitreden und kommentieren irgendwas im Dezember. Natürlich verdienen YouTuber im Dezember mehr. Aber es kommt auch darauf an, was ihr macht, wie viel ihr macht. Natürlich verdient ihr dann, wenn ihr regelmäßig Videos macht, das Zweifache, das Dreifache oder vielleicht das Vierfache von dem, was ihr normalerweise macht. Aber manche denken wirklich so, man muss im Dezember ein Video machen und hat dann ausgesorgt. Böh, das war's. Dezember, Geld kommt ohne Ende. Was ist los mit euch? Wenn ihr euch das so einfach vorstellt, fangt mit YouTube an. Ladet nur im Dezember Videos hoch. Fangt an, Dezember, ballert da jeden Tag ein Video raus. Wenn das so einfach ist und boah, geil, Dezember, alle YouTuber werden plötzlich Millionäre und deswegen passieren auch solche Sachen, wo ich mir denke, ey, was ist das für ein Schwachsinn? Manche kommentieren bei Marcel Scorpion, warum im Dezember die Sachen von seinem Auto geklaut werden. Warum ich geschlagen werde und jetzt dieses Video kommt im Dezember. Leute denken wirklich einfach, im Dezember wird man Millionär, ey, was soll ich euch dazu sagen? Ihr habt da meine Einnahmen gesehen, Leute. Das sind meine Einnahmen. Ich habe das Video gemacht, weil ich euch eine Message geben wollte und euch einfach sagen wollte, ey Leute, passt auf euch auf, wenn ihr nachts unterwegs seid. Und dass ihr euch alle untereinander helfen sollt, wenn ihr sowas sehen solltet, dass ihr da eingreift und nicht einfach nur zuguckt und weggeht. Ihr müsst auch, ruft die Polizei an oder sonst was, habe ich ja vorhin schon gesagt gehabt. Macht irgendwas, anstatt einfach wegzugucken und wegzugehen. Ich meine wirklich, ihr könnt euch die Kommentare vom letzten Video anschauen. Irgendwie immer irgendwas im Dezember, wo ich wirklich einfach den Kopf schüttle und mir denke so, ey, was ist los mit den Leuten? Ich habe euch meine Einnahmen gezeigt und kann sie euch auch gerne am 31. Dezember nochmal zeigen, wie es da aussieht. Wenn ich Glück habe, komme ich vielleicht auf 1000 Euro. Leute denken, ich habe ausgesorgt mit YouTube, weil ich im Dezember ein Video hochlade oder im Dezember ein Video hochlade, was ein bisschen viral geht. Was ist los mit euch? Leute, YouTube ist nicht mehr meine Haupteinnahmequelle. Wenn ich mit YouTube etwas verdiene, ist es ein schöner Nebenverdienst. Aber ich bin nicht mehr von YouTube abhängig. Ich habe andere Projekte, die ich mache. Zum Beispiel auch in einem Video, vielleicht haben es einige von euch gesehen, mit dem Friseursalon, Leute. Da waren wir dran, da bin ich gerade etwas am Plan mit meinem Cousin. Und dann habe ich noch ein Projekt mit einer Firma, wo ich mir meine eigene App mache, mitgestaltet habe. Und das sollte eigentlich am 20. released werden, aber durch das, was jetzt passiert ist, musste das verschoben werden. Ich habe mit der Firma geredet gehabt, wir haben uns da hingesetzt, sie haben natürlich auch Verständnis dafür gezeigt gehabt und haben auch gesagt, dass es kein Problem ist. Aber ich wollte für mich selber unbedingt, dass es noch dieses Jahr rauskommt. Ich habe mich dazu entschlossen, 10% meiner Einnahmen, die ich durch die App verdienen werde, an eine Organisation zu spenden. Welche genau, da werde ich mich noch in Verbindung setzen mit denen und mir da ein paar raussuchen und auch dahin gehen, um zu gucken, wie das ist. Werde ich 10% meiner Einnahmen an die spenden, die da vorgehen durch Vergewaltigung an Frauen, Kindern, Jugendlichen, auch an Männer. Da werde ich 10% hinspenden, Leute. Werde euch natürlich auch mit auf dem Weg mitnehmen und euch das Ganze zeigen, falls es soweit ist. Und bevor mir einige gleich kommen mit Promo hier, Promo da. Leute, das ist schon seit fast einem Jahr in der Planung. Seit fast einem Jahr sind wir dabei. Und machen und machen und machen. Seit Monaten steht der 20. schon fest. Das war einfach die Dateline. 20.12. sollte das rausgehauen werden. Ich war im Wuppertal bei den Jungs, habe dazu auch nochmal ein Video gemacht gehabt und habe mich komplett vorbereitet auf den 20. Durch die Sache, die jetzt passiert ist, kann man da leider halt, man kann es nicht ändern, Leute. Und ich bin auch froh, dass wir an dem Tag da waren. Und ja, Leute, deswegen, ey, wenn mir jetzt gleich noch welche kommen mit Promo hier, Promo da, ey, Leute, was ist los mit euch, Mann? Darf ich gar nichts mehr machen? Soll ich dieses Jahr gar nichts mehr machen? Soll ich dieses Jahr nicht sagen, so ey, ich eröffne meinen Friseurladen mit meinem Cousin oder bringe die App raus? Ihr unterstützt mich, Leute, indem ihr einfach nur da seid. Durch die App unterstützt ihr nicht nur mich, Freunde, sondern auch den, denen sowas passiert ist. Denn einen Teil werde ich an die Spenden, an die Organisation und ihr könnt mir eventuell sogar helfen. Kennt ihr eine Organisation, die dagegen vorgeht oder sonst was? Schreibt es unten in den Kommentaren rein. Wirklich, ich wäre euch dankbar dafür. Wir können uns zusammen eine Organisation raussuchen und da wird der Teil hingespendet. Und ich will den Teil auch wirklich dahin spenden, wo ich weiß, dass es wirklich auch für diesen Zweck benutzt wird und nicht für sonst was anderes. Gemeinsam können wir vieles bewirken, Leute. Seid euch das im Klaren. Wenn ihr irgendwas sehen solltet, macht irgendwas. Schaut nicht einfach zu oder schaut nicht einfach weg.
holt nicht euer Handy raus und filmt diese Tat, sondern ruft die Polizei oder ruft Leute um Verstärkung, um Hilfe oder um sonst etwas. Passt auf euch auf, Leute, und wir sehen uns die Tage bei einem neuen Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.